Station 5, Frühreha. Hier brauchen die Patientinnen und Patienten besonders intensive Zuwendung. Sie lernen zum Beispiel nach einer Lungen-OP das Gehen neu. Eine Kollegin hat sich krank gemeldet. Das reißt eine Lücke in den Personalplan. Christiane hat schon geantwortet. Kann nicht. Kann nicht. Heute schaffe ich es leider nicht. Okay. Wie weit seid ihr heute im Spätdienst besetzt? Seid ihr zu zweit? Wäre das zumutbar, die zweite Person abzugeben? Bei uns ist eben wichtig, ne? Wir können nicht sagen, wir machen den Computer aus und lassen die Arbeit liegen und morgen komme ich wieder, sondern wir müssen eben, wir sind eben aufgrund unseres Berufes 24/7 da. Sie muss den Mangel verwalten. Okay, danke, tschüss. Pflegepersonal im Ausland zu rekrutieren, so wie es andere Krankenhäuser bereits machen, ist für die Geschäftsführerin Susanne Quante keine Option. Dafür reichen die Mittel nicht, sagt sie. Ihre Lösung, Fachleute wie er. Reda Tehlevaini ist als Flüchtling aus Eritrea nach Deutschland gekommen. Da war er bereits ausgebildeter Krankenpfleger. Über einen Integrationshelfer ist das Krankenhaus auf ihn aufmerksam geworden. Die Ursprungsidee war die, zu gucken bei all den Menschen, die zu uns gekommen sind, diese Menschen quasi aufzusuchen, zu suchen, aktiv nach denen Ausschau zu halten und uns mit deren Qualifikationen, die sie haben, möglicherweise auseinanderzusetzen. Derzeit hat er vom Amt aber einen sogenannten Defizitbescheid. Ja, fühlen Sie sich jetzt besser? Ja. Gut. Der Grund, die Ausbildung, die er in Eritrea gemacht hat, entspricht nicht zu 100% den Ausbildungsbestimmungen in Deutschland. Deswegen kann er nur als Pflegehelfer arbeiten. Außerdem hapert es noch bei der Sprache. Manchmal gibt es ein bisschen Schwierigkeiten und sie brauchen noch die anderen Kollegen. Wenn die Grundlage der Defizitbescheid ist, würde ich mir wünschen, dass der Fokus ein bisschen mehr darauf liegt, nicht auf den Defiziten, sondern auf dem, was die Menschen brauchen, um die Tätigkeit auch wirklich am Ende gut ausüben zu können. Um Reda Tehlevaini möglichst schnell als voll anerkannten Krankenpfleger anstellen zu können, geht er einmal in der Woche zu einer fachlichen Fortbildung und besucht im Krankenhaus einen zweistündigen Deutschkurs. Ihr Blutdruck ist 125/90. Hier lernen Pflegekräfte, aber auch Techniker und IT-Fachleute aus Eritrea, Syrien, Bulgarien oder dem Irak die deutsche Krankenhausfachsprache. Es war eine große Möglichkeit für mich, sprachlich und fachlich mich zu verbessern. Wir investieren in diese Maßnahmen, weil wir natürlich auch die Pflegekräfte brauchen. Frau Hoffmann? Ja. Wie geht es Ihnen, Frau Hoffmann? Mir geht es gut. Sicher. 28 Pflegekräfte hat die Lungenklinik auf diese Art und Weise bereits anstellen und weiterbilden können.